Hallo? Jemand hier? Hallo? Ist so dunkel hier. Kann mich jemand rausholen? Mami, ich hab Angst. Holt mich jemand hier raus? Was sind das für Blitze? Ein Trainer scheint dort zu sein. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Nein? Bookmaniac setzt Glumanda ein. Okay, kannst du mir nicht ein bisschen leuchten, Glumanda? Welches Glumanda jetzt? Oha! Glumanda gegen Glumanda. Ein guter Kampf. Zerschneider gegen etwas Giftiges. Nee, sie hat nur Silberblick eingesetzt. Und das Gift ist schon vorher da gewesen. Okay, ich versuch's mal mit Blut, obwohl das jetzt hier nicht sehr praktisch ist. Und bei dem Glumanda, ja, man sieht es. Gift schadet Glumanda. Okay, alles klar. Was ist da passiert mit meinem Team? Ich möchte nicht den ganzen Weg nochmal gehen müssen. Lass Glumanda bitte überleben. Ich weiß, ein Kampf jetzt. Glumanda gegen Glumanda ist jetzt nicht gerade das Beste, aber vielleicht könntest du das irgendwie aushalten, Glumanda. Wäre es möglich, dass du den Kampf für uns machst? Ich weiß, das ist nicht das Beste, aber es muss. Und Heuler ist jetzt auch nicht gerade das Beste. Das zieht mir zumindest ein bisschen Angriff ab. Und ja, wenn der Angriff abgezogen wird, dann kann ich nicht mehr so gut angreifen. Ist logisch, oder? Mist. Da gibt es nicht mehr viel Verteidigung zu denken, wie es aussieht. Jetzt bald nichts mehr zu tun. Was soll ich denn hier machen? Meine Zerfinder zieht nur noch wenige KPs ab. Ganz, ganz wenig. Ein KP, glaube ich, nur noch. Pro Zerfneider. Bald gehen mir die AP alle und dann. Und was soll ich dann tun? Komme ich hier nie wieder raus aus der Höhle. Ja, so viel dazu. Das kann hier nur eine Ewigkeit dauern. Vor allem frage ich mich hier, wie viele Pokémon hat das gegnerische Team? Wahrscheinlich mehr als eins. Ein Volltreffer. Gut. Vielleicht schaffen wir es dann doch noch. Sehr schneller. Irgendwann schaffen wir es vielleicht. Silberblick. Das ist ja ein richtig epischer, spannender Kampf hier. Glumanda gegen Glumanda. Ich, Zerschneider, er, Silberblick. Episch. Einfach unglaublich spannend. Zum Umfallen. Ich glaube es nicht. Nichts geschieht. Und Glumanda erhält einige EP-Punkte und erreicht Level 15. Silberblick willst du lernen. Haha, guter Witz. Das hatten wir hier gerade im ganzen Kampf. Nein, es soll keine andere Attacke zugunsten von Silberblick vergessen werden. Was, wo wären wir denn hier, wenn wir das machen würden? Glumanda hat Silberblick nicht erlernt. Was, noch ein Pokémon? Och nein, wie lange soll dieser Kampf denn dauern hier? Ich habe ja nur einen Pokémon. Soll ich mich hier mit einem Pokémon durch die ganze Höhle kämpfen? Und Supertränke habe ich auch nicht mehr. Das ist schon mal spitze. Vor allem, weil ich vergiftet bin. Vielleicht hat er die Vergiftung auch irgendwann überstanden. Oder übersteht man die hier nicht mehr? Ja gut, das war's dann wohl.
Ich bin dann mal wieder am anderen Ende des Tunnels, am Anfang des Tunnels. Müssen wir halt alles normal machen. Wieso denn auch nicht? Ihr versucht Aquaknarre zu erlernen. Ja, bitte. Aquaknarre vergessen, ja. Welche Attacke? Dann nimm doch mal Rutenschlag. Sowieso zu nichts nutze. Rutenschlag vergessen und Aquaknarre erlernt. Gut, Chigi ist wieder stärker. Pokémoniac besiegt. Sagst mir, wo es rausgeht. So weit, so gut. Zweige gewinnt 1100 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen Pokémoniac hervor. Na toll, dann geht's wohl weiter im Dunkeln hier. Und vor eines Tages hier mal rausfinden. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht werden wir hier ewig verrotten in dieser Höhle. Ein Macholo. Was soll ich denn mit einem Macholo? Ich habe doch schon einen kleinen Stein. Ja gut, es entwickelt sich eines Tages zu einem Machomai. Vielleicht können wir es auch auswechseln. Sollen wir das machen? Macholo gegen Machomai. Ach Quatsch. Macholo gegen Kleinstein austauschen. Wäre eine gute Sache, glaube ich. Könnte mal so machen. Was, ein Trainer? Mein Pokémon wird dich das Fürchten lehren. Och, du, das ist gar nicht mehr nötig. Hier ist es so dunkel. So viele Trainer auf dem Weg. Die haben mich so oft erschreckt. Pff. Mein Charakter in-game hat sich bestimmt schon einige Male in die Hose gemacht. Das muss für einen 10-jährigen Jungen ein Trauma sein. Der muss danach zum Psychologen, zum Psychiater, um genau zu sein. Und wenn der hier ohne Blitz durch so eine Höhle gerannt ist und da von jeder Seite erschreckt wird, man sieht vor allem die Trainer gar nicht, die kommen so auf einen zu und dann so: Hi, ich bin's hier, ich stehe hier im Dunkeln und warte auf dich. Meine Güte, ich gebe auf, du bist besser. Ich glaube, den habe ich jetzt mehrmals ausgesprochen. Oh, Glumann entwickelt sich. Glutexo wird das jetzt. Glumann wurde zu Glutexo. Schön. Haben wir auch mal eine Weiterentwicklung vom Starter-Pokémon. So, kann uns aber trotzdem immer noch nicht leuchten. Ich will hier raus. Ich bin kein Star, holt mich hier raus. Ich bin nur ein Anfänger-YouTuber. Ach du Kacke. Was ist denn mit dem Sprite passiert? Ich will hier raus. Sagt mir, wie ich hier rauskomme. Ich werde es bestimmt finden. Das heißt, irgendwann komme ich hier raus, aber... Vor allem wenn hier alle 2 Meter hier sind noch nicht mehr 2 Meter. Ja, alle Zentimeter hier mal ein wildes Pokémon auftaucht. Wie soll ich dann hier jemals rauskommen? Ich will diesen Part nicht nochmal nach dieser Höhle benennen müssen. Also entweder muss ich es irgendwie zusammenschneiden oder... die 2 Parts nach der Höhle benennen. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Du, das kann gut sein, das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich fürchte, ich habe mich auch verlaufen. Schön. Sachte, wo bin ich? Wo geht es nach draußen? Das würde ich gern von dir hören, mein lieber Wanderer. Ich werde nicht zurückkommen und es dir sagen. Das kannst du schön vergessen. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Vor dir. Achso, vor wem denn, wollte ich gerade fragen. Ich sehe die Leute ja nicht. Du weißt ja nicht, wen ich vor mir habe. Und ihr solltet, glaube ich, auch ein bisschen mehr Respekt zeigen vor dem kleinen Jungen, der durchs Dunkle irrt und Schiss hat.
ist ein bisschen, ja, also ist ein bisschen respektlos, von der Seite zu kommen und mal ein bisschen zu erschrecken. Ist ein bisschen asozial, würde ich sagen. Ach je, das dauert jetzt hier wieder mit so einem Text so eine Ewigkeit. Doch nicht mal mit Boraus. Ja gut, das ist jetzt Webby gegen Over. Aber was soll's? Wir machen, was wir können. Gut, das sieht schon gut aus. Nein, das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Kleinstein besiegt, Glutexo erreicht Level 17. Smetbor hält EP Georock. Das hatten wir noch gar nicht. Ja, Smetbor wird es jetzt nicht mehr aushalten. Das kann ich schon sagen. Ich setze trotzdem mal Konfusion ein. Finale. Was ist das denn für eine feige Attacke? Ja, das schadet auch ihm. Aber ich hasse solche Attacken. Setzt die auch selbst nicht gerne ein. Ich gebe auf. Zwei gewinnt 735 Pokédana. Geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Wanderer. Was hervor? Ausgang? Irgendwo ein Ausgang. Und da habe ich mich hoffnungslos verirrt. Und hat der Wanderer recht gehabt, dass ich auf dem falschen Weg bin. So auf dem falschen Pfad laufe. Oder war das nur eine Irreführung? Ich gehe mal hier entlang. Na, Trainer, zu genug. Wanderer nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Das klingt sehr, sehr danach, dass wir hier falsch sind. Das ist ein Hinweis vom Spiel. Das ist ein Wink mit dem Zaunfall, würde ich sagen. Komm mal her, Pikachu, vielleicht kannst du mal ein bisschen was anrichten. Kummeluff. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Muss sagen. Das kann ja eine Schlafattacke. Okay, aber das ist auch gut. Einigler, solange es Einigler einsetzt, ist das noch akzeptabel. Da kann ich es noch schaffen. Boah. Einigler. Ja, setz weiter Einigler ein. Ich setz mal Donnerschock ein. Und dann habe ich es. Weiter Pummeluff besiegt. Brauche ich keine Angst mehr vor ihm zu haben. Vor allem Pummeluff. Zwei Pokémon noch. Okay. Taubsi. Hochzutrieb. Okay. Das ist eine Attacke. Die ist effektiv. Ein Donnerschock ist aber auch, glaube ich, auch effektiv. Ja, mal sehen, wie ich das hier zusammenschnipple. Zwei Parts in der Höhle. Vielleicht nicht gerade so. Das Gelbe vom Ei. So, haben wir Level 19 erreicht. Aber immer noch keine Zeit mit dabei. Mauzi! 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 Ich fange es mir. Ich klaue es dir. Wo finde ich endlich einen Mauzi? Ich will einen Mauzi ins Team haben. Das ist doch mein Maskottchen hier. Ein böses Mauzi. Mein Pikachu besiegt. Ist kein gutes Mauzi. Ist ein ganz, ganz böses Mauzi. Böse, böse. Und so geht man nicht mit gegnerischen Pokémon um. Na doch, so geht man mit gegnerischen Pokémon um. Genauso macht man das. Na toll, sieht jetzt hier wieder knifflig aus für mich. Verbrennung, das ist gut, dass Mauzi verbrannt ist. Wo ist jetzt nochmal Zahlschneider ein? Zahltag. Auweia. Ich habe kein Geld. Ich gebe nichts. Oh, das bringt's. Zahlschneider weiter einsetzen. Bis. Okay. Nicht gut, nicht gut. Kriegen wir es noch hin? Ja, könnten wir hinkriegen. Ja, haben wir. Mauzi besiegt. Pfadfinderin besiegt. Sagst du mir, wie ich hier rauskomme? Ich habe mein Bestes gegeben. Zwei gewinnt 420 Punkte und geht siegreich aus dem Pokémon-Kampf hervor. Ich will hier raus. Haha, kannst du mich besiegen? Nein, ich glaube nein. Das kann ich nicht.
mit mir ja nichts antun. Geil, haben wir geschafft. Ha, feige Attacke. Und gut ist, dass sie an ihrer eigenen Feigheit sterben. Versucht, Finale zu erlernen. Ja, Notattacke. Machen wir, erlernen wir einfach mal. Ich würde es wirklich... Ich benutze die nur ungern. Tenstein erlernt Finale. Ja, ich habe gerade selbst drüber geredet, aber was du willst. Nur wenn es sein muss, wenn die letzte Chance noch aus dem besteht. Was noch ein Trainer? Wie viele Trainer sind denn hier? Du bist jetzt ein Pokédex, cool. Ich möchte auch einen haben. Das heißt aber, dass der Ausgang nicht mehr weit sein kann. Wenn sich hier schon Trainer rumtummeln, dann ist der Ausgang schon in Reichweite. Und mein Team ist auch bald am Boden. Pfeift aus den letzten Löchern. Ja, Konfusion ist jetzt natürlich tödlich. Fast. Und Loot bringt natürlich nichts. Aussetzer ist schön. Kratzer wird blockiert. Was soll den Kratzer bringen? Zerschneider. Und das bringt was. Kratzer ist wohl effektiv. Wenn ich mal eingesetzt. Mutex obsiegt. Ein Kleinsteiner und Tauburger hätten wir da noch im Angebot. Mist. Das sieht nicht gut aus. Schaufler, mach's alle. Ah, ich dachte, mach's alle. Was soll denn der Mist? Los, mach alle. Liegen daneben, so. Schaufler. Ich weiß, das hat nichts gebracht, aber... Und drei Pokémon noch. Zwei Pokémon noch, nein, nicht drei. Wie soll denn das gehen? Mit zwei angeknacksten Pokémon. Auch ein Fleckmon. Na, doll. Sie ist schwarz. Ja, ich bin gerade in der Höhle, die ziemlich dunkel ist. Da sehe ich ein bisschen schwarz drin. Taubunga. Ja, gut. Los, Windstoß. Bis die letzte Hoffnung. Mal sehen, ob es was führt. Ich glaube eher nicht. Nein, 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 nein. Mit aus. Hochzug gibt. Da kommt noch ein Pokémon. Und einige andere Trainer. Kommt bestimmt noch der eine oder andere Trainer. Ah, das wäre zu leicht, wenn wir jetzt schon rauskämen. Wenn das der letzte Trainer der Höhle wäre. Das wäre zu schön. Das wäre wirklich viel zu schön, um wahr zu sein. Und außerdem werde ich diesen Kampf nicht überleben. Sandwirbel, was will ich denn mit Sandwirbel? Wir finden Stoß, ich will diesen Kampf überleben. Und das werde ich nicht. Nein. Sieht krass nicht so aus. Hoha. Vielleicht muss ich doch den ganzen Part nochmal danach benennen. Hoch zu Hieb. Hoha. Sieht sehr ungünstig aus für mein Team, aber... Pokémon wenn ihr besiegt, wenn das jetzt der letzte Trainer war, dann sind wir gut dran, aber wenn nicht, der nächste Trainer macht uns alle. Noch nicht draußen. Da kommt auf jeden Fall noch ein Trainer. Ja, da hören wir ihn doch schon. Mach mich alle. Huch, komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Es war zu dunkel. Ha, da sagst du was. Da sagst du aber was. Es ist zu dunkel. Glaube ich ja nicht, dass es hier dunkel ist. Habe ich auch ja nicht bemerkt. Ja. Sowas läuft hier die ganze Zeit. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Kannst nicht davon laufen. Was soll denn der Mist? Habe ich mich schon mal gefragt in Pokémon-Spielen. Du kannst nicht fliehen. Was soll denn das? Will der mir erst eine reinhauen und lässt mich dann gehen? Ist immer so. Ich hau dir erst eine rein und dann lassen sie dich dann doch fliehen. Kann es sein, dass ich hier gerade zurücklaufe? Ich habe da schon zwei Trainer gesehen.
Wow, das könnte gut sein. Jetzt habe ich mich wirklich verirrt. Ah, das zumbert wieder. Freut mich, dich zu sehen. Und Grüße. Ich kann nicht davon laufen. Ist wieder dasselbe, oder? Was machen wir uns vor? Es lässt uns doch wieder hängen. Ein Biss. Will mir erst eine rüberhauen und dann lässt es mich gehen. So ein typisches Vergewaltiger-Pokémon hier im Dunkeln. Erstmal schön missbrauchen und dann. Du kannst nicht davon laufen, weiter mit dir hier. Als ob wir nicht schon hier noch Schaden davon tragen würden. Hier im Dunkeln. Als Teenager. Ich gehe mal hier und lang. Ja, das sieht gut aus. Da kommt schon der nächste Trainer. Pokémon, lass uns kämpfen. Bitte, ein Ausgang. Ich erblinde hier. Ich erblinde im Dunkeln. Vielleicht können wir uns zur Abwechslung mal ein Machodo fangen. Können wir ja mal die Kleinstellen auswechseln. Naja, wohl eher nicht. Level 22 gegen Machodo. Level 17. Gerne. Ich werfe einfach mal einen Pokéball. Komm. Just for fun. Bleibt zwar bestimmt nicht drin, aber. Ja. Ach, Mist. Hat sich befreit. So, dann mal Schaufel einsetzen. Könnte sein, dass es das K.O. macht, aber da haben wir auch was erreicht. Gräbt sich ein. So, Schaufler. Na, was bringt's? Nichts bringt's. Eine verschwendete AP. So, Ausgang bitte. Ich bitte darum. Gibt's mir einen Ausgang? Ich kann diesen Part nicht ewig so führen. Oh je. Will nicht mehr. Noch schon ziemlich weit vorangeschritten. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ich nicht. Ich nicht. Ich bin einfach hierher gekommen, um nach Lavandia zu kommen. Mauzi! Süßens! Schaufler! Wo ist mach Schaufler? Zahltag! Ach, wirft sie in sein Münzchen auf mich! An Münzen überall zerstört! Bah! Sprechen kann ich auch nicht mehr! Die Dunkelheit macht hier wirklich Kirre! So, noch zwei weitere Pokémon! Wie viele Pokémon haben wir in diesem Part besiegt? Hat mal jemand mitgezählt? Ich werde es nicht machen. Ich werde nicht wie in Resident Evil, wo ich mal das mitgemacht habe. Wo ich mal wirklich erzählt habe und das wirklich eingeblendet habe im Video. Nein, das mache ich nicht. So ordentlich werde ich das nicht machen. Soll mal jemand aus der Community mitzählen, soll ich das jemand nochmal komplett durchgucken und mal. Dann soll sich mal aufschreiben. Und in die Kommentare schreiben, wie viele Mal, gegen wie viele Pokémon ich schon gekämpft habe. Ich habe aufgehört zu zählen. Ist, glaube ich, besser so, wenn man irgendwann aufhört zu zählen. Sonst dreht man noch durch. Ja, irgendwann wird es lästig. Ich hoffe, ihr haltet durch und leidet mit mir zusammen. Haltet Stand. Ich werde das Beste im Schnitt tun, aber lasst uns das gemeinsam durchstehen. Es ist schmerzhaft auch für mich. Level 22. Wenn wir hier erstmal raus sind, da gibt es ein Fest. Da gibt es ein ordentliches Fest in der nächsten City. Da können wir uns darauf freuen, hier erstmal raus zu sein, das überstanden zu haben, es abgehakt zu haben. Und da wirklich mal das auf der To-Do-Liste gemacht zu haben. Das könnte aber ich auch dann abhaken. Dass ihr zugeschaut habt.
habt ihr was erreicht. Habt ihr euch mit mir gemeinsam durch die Höhle gekämpft. So, Ausgang bitte. Ausgang. Ausgang. Kennst du dieses Wort Ausgang? Soll ich es dir definieren? Und guck mal dieses kleines Loch, was hinausführt. Und was ist das? Will ich gar nicht wissen, will ich gar nicht wissen. Ich will raus hier. Ja, nice, geil. Oh, Licht, Tageslicht. Und ein Trainer. Ach Mann, komm, Trainer. Dumm mich nach oben. Solltet euch irgendwie gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Schreibt Höhlenmaniac, das gibt's zwar nicht, aber Höhlenmaniac in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann seid ihr richtig geile Fans. Danke an euch, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ihr seid die Besten. Respekt an euch, dass ihr das durchgehalten habt. Bis zum nächsten Part.